Ein Gichtschub. Ja, fix kreuz noch einmal. Darf Ihre Majestät meine Hilfe und Dienstleistung aufwarten? Ja, kruzi, Türken noch einmal. Kommen Sie mir nicht vor die Augen, Blachowitz. Sie fragen mich das jeden Tag. Und was Hilfreiches mitführen uns aber nie. Kein Hirschhornsalz, kein Schlieberwitz, keine Pulverl. Grumschel. Ja, bitte. Kennen Sie, wollte Sie das immer schon mal fragen. Gibt es eigentlich eine Gattin auch? Eine Frau Grumschel? Eine Frau von Grumschel? Ja, Sie sagen, ich weiß das nicht so genau. Marantana, unseins, müssen Sie ja zugeben. Die eigene Vergangenheit mit dem schwachen Geschlecht ist eine eher durchwachsene, um es jetzt einmal gelinde auszudrücken. Erstmal war der ja mein bayerisches Prinzessal. Eine schöne Zeit. Aber auch wenn wir eine erbauliche Korrespondenz aufrechterhalten haben, nach der Geburt unseres Nachzüglers war es dann verriegelt, das Gemach. Sie wollte halt einfach mal sich selbst gehören. Schon ein schnöder Satz, gönnt's? Ich war bitte erst 38 damals. Bissel früh fürs Zölibatäre. Bissel fad auch. Aber ja, wissen Sie, die Katze lässt das Mausen nicht. Man hat sich halt arrangiert. Aber eines will ich wirklich gesagt haben. Wir hatten ja nie was gegen Frauen. Im Gegenteil, bitte. Wir hatten sogar stets was übrig für die Weiber. Sorge und Ratschläge meistens. Und bitte, das sind ja ohnehin Natursachen. Von Anfang an von unserem Herrgott festgelegt. So lautet es im Brief des Paulus an Timotheus. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Deswegen, liebe Weiber, vergesst nie, Goschen halten, Hände falten. Das wollen wir ja auch meinen, bitte.